Er ist wahrhaftig auferstanden. Mit diesem österlichen Gruß heißen wir Sie und Euch in der Marktkirche willkommen. Wir vermissen Sie und Euch. Wir dürfen noch keinen Gottesdienst mit Ihnen zusammen hier feiern, aber wir freuen uns, dass wir auf diese Weise österlich zusammen sind. Ich danke der Schola, der vierstimmigen Schola und Axel Ladeur, die uns musikalisch durch diesen Gottesdienst leiten und geleiten. Ich stehe hier im Osten der Kirche, daher stammt der Name Ostern. Im Osten geht die Sonne auf, von dort kommt das Morgenlicht. Ich danke Propst Christian Wirz für diese wunderbare Osterkerze. Die Zwillingskerze steht in der katholischen Basilika St. Clemens. Und ich danke H1 für die Übertragung dieses Gottesdienstes und wünsche Ihnen und Euch ein fröhliches Fest, trotz aller Einschränkungen. Lasst uns beten. Bunt und fröhlich sind diese Tage. Die Natur wacht auf, die Vögel zwitschern, die Sonne wärmt, aber es riecht nach Desinfektionsmittel. Da ist ein Klang in Moll und ein Schatten des Ungewissen. Wir sorgen uns, manche sind überfordert von den vielen Informationen, dem Alleinsein und dem auf zu engem Raum sein. Ich vermisse Berührungen und Begegnungen, das Jauchzen der Kinder und die Dankbarkeit der Alten. Darum halte ich inne und bitte dich, Gott, dass die österliche Freude unser aller Herzen erwärme und unser Vertrauen in dich und so uns alle stärkt. Amen. Amen.
Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und den Leichnam Jesu zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Liebe Gemeinde, Osterspaziergänge allein, zu zweit oder mit jenen, mit denen wir zusammen leben in der Familie oder Wohngemeinschaft, sind in diesem Jahr angesagt. Sicherlich gehen nicht alle unbeschwert, aber vielleicht doch heiter, von der Sonne erwärmt und ab und zu auch mit einem Lächeln. Die Kinder, ihr werdet trotzdem Ostereier suchen, warum auch nicht. Und wenn wir auch auf Abstand achten, so ist es doch gut, wenn wir jenen, die uns entgegenkommen, zuwinken, ein Lächeln schenken oder eine andere Geste, die bedeutet: Frohe Ostern auch für dich. Nicht alle können hinausgehen, manche müssen in ihren Wohnungen und Häusern in Quarantäne oder werden wegen der Ansteckungsgefahr in den Altenheimen bleiben. Ihnen und euch, vor allem jenen, die krank sind, senden wir unsere herzlichen Genesungswünsche. Und Ihnen, die Sie um einen geliebten Mensch trauern, unsere herzliche Anteilnahme. Ich danke all jenen, die heute Dienst tun, die Pflegenden, die Ärzte und Ärztinnen, Frauen in den Frauenhäusern, Polizisten und Polizistinnen und viele andere. Wir haben die Geschichte gehört aus dem Buch des Evangelisten Markus. Sie steht im 16. Kapitel in den Versen 1 bis 8. Der Weg, den die drei Frauen gehen, Maria Magdalena, Salome und die Mutter des Jakobus, ist kein fröhlicher Osterspaziergang. Sie wollen Jesus nach dem freien, heiligen Sabbat, der bei uns der Samstag ist, eine Totensalbung geben mit einem wohlriechenden Öl. In unserer Kultur und Religion kennen wir die Totensalbungen nicht mehr, wohl aber die Krankensalbungen. Mit einem wohlriechenden Öl jemanden zu umhüllen, ist liebevolle Fürsorge. Bis ins 10. Jahrhundert war in den christlichen Kirchen die Totensalbung bekannt. Die drei gehen mit dem Sonnenaufgang zu jenem Felsengrab, das der reiche Josef von Arimathea für den Leichnam Jesu geöffnet hat. Das ist großherzig, denn Jesus ist ein zum Tode verurteilter Verbrecher, ein Ausgestoßener. Es ist gefährlich, was die Frauen tun. Sollten Soldaten sie stellen, droht ihnen eine Strafe. Sie beschäftigt aber viel mehr, wie sie den Stein bewegen sollen, den großen Stein vor dem Felsengrab. Wo sind eigentlich die starken Männer? Petrus, zu dem Jesus sagt: Du bist der Fels, auf den ich meine Kirche bauen will? Oder die anderen Fischer, die gewohnt sind, schwere Netze aus dem Wasser zu ziehen? Die hatten, so wird uns an anderer Stelle erzählt, Angst und große Bedenken, zum Grab zu gehen. Manche sind sogar schon auf dem Weg nach Hause. Aber die drei Frauen wollen mit ihrer Liebe Jesus umhüllen, und besonders Maria Magdalena
will noch mit ihm allein sein und Abschied nehmen. Und dann, aber dann folgt ein Erschrecken nach dem anderen. Das Grab ist geöffnet, der Leichnam ist nicht mehr da. Sie hören dem Jüngling im weißen Gewand gerade noch zu, dann fliehen sie. Zittern und Entsetzen hatten sie ergriffen, haben wir gehört. Und so sagen sie niemandem etwas, denn sie fürchten sich. Sie befürchten, dass das, was dann auch eintritt, niemand wird ihnen glauben. Schon gar nicht Maria Magdalena, der sieben Geister ausgetrieben wurden. Sie gilt nicht als zuverlässige Zeugin. Die Frauen selbst vermuten, dass vielleicht Soldaten den Leichnam Jesu gestohlen hätten. Denn Pilatus will auf jeden Fall vermeiden, dass es einen Ort der Verehrung für Jesus gibt. Aber die Botschaft der Auferweckung hat sich dennoch verbreitet. Unglauben gehörte mit dazu, von Beginn an. In diesem Jahr ist die Jahreslosung der evangelischen Kirchen: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, Glaube ist nicht einmal Erworbenes, sondern etwas, worum wir immer wieder streiten und uns mühen müssen. Aber gehen wir an den Ort des Geschehens, Jerusalem. Kennen Sie die Grabeskirche in Jerusalem? Wer schon einmal dort war, ist beeindruckt von der Atmosphäre und der Hingabe der Besuchenden. Der Bau der Kirche geht zurück auf Helena, der Mutter des Kaisers Konstantin. Im Jahre 325 besuchte sie Jerusalem und befragte die dort lebenden Christen, wo Jesus wohl gekreuzigt, begraben und auferstanden sei. Zu Helenas Zeiten stand dort ein römischer Tempel. Seit 326 sorgte sie dafür, dass auf diesem Platz jetzt diese Kirche steht. Zunächst klein wurde sie erweitert, im Mittelalter von den Kreuzrittern zerstört. Später vielfach umgebaut, aber im Mittelpunkt steht das Grab Jesu. Heute verläuft man sich in ihr, so verwinkelt ist sie und dunkel. Seit Jahrhunderten hat die muslimische Familie Jude die Schlüsselgewalt, denn die sechs christlichen Konfessionen, fünf orthodoxe und die katholischen Franziskaner konnten sich nicht einigen, wer den Schlüssel bekommt. Eine wahrhaft weise Entscheidung. Aber eigentlich müsste sie Grabes- und Auferstehungskirche heißen. Denn es ist auch nicht klar, was eigentlich die Gemeinden zu Beginn zusammengehalten hat. Die Erinnerung an die Kreuzigung oder der Glaube an die Auferstehung. Es waren ja keine kulturell und religiös homogenen Gruppen. Es waren Juden in ihnen, Heiden, Verschiedengläubige und Herkünfte verschiedener Kulturen. Das griechische Kyrios übersetzen wir mit Herr und Kyrie Eukia hießen die ersten Räume, in denen sich jene trafen, die an Jesus als Messias glaubten. Daraus wurde das Wort Kirche. Für katholische Schwestern und Brüder ist Ostern der höchste Feiertag, für Protestanten, Protestantinnen streng genommen Karfreitag. Aber beide Feiertage gehören aufs Engste zusammen. Denn unser Leben ist nicht nur heiter, fröhlich und bunt, das spüren wir in diesen Zeiten ganz besonders. Es ist nicht leicht zu akzeptieren, dass dunkle Tage, Leid, Trauer, Schmerz und Tod zum Leben dazugehören. Und kurioserweise ist es dennoch so, dass wenn wir das akzeptieren, unser Leben insgesamt leichter wird. Trotzdem hadern wir dann manchmal oder wir sind erschrocken wie die drei Frauen, wenn uns etwas völlig Unerwartetes trifft, zittern und laufen weg und können erst einmal nicht darüber reden. Manche Menschen haben das Gefühl, sie sind schon mitten im Leben nicht mehr lebendig, ziehen sich zurück und muten sich nichts mehr zu. Und manche wollen sich auch anderen nicht zumuten und empfinden sich als Last und Belastung. Liebe Gemeinde, lasst uns nicht vor Angst erstarren. Der Coronavirus Covid-19 darf uns nicht gefangen nehmen. Vorsicht ist gut und ratsam. Aber lasst uns Corona trotzen, indem wir sorgsam und liebevoll miteinander sind. Auf keinen Fall panisch. Ich bin überzeugt, dass Lebensmut und Todesmut eng zusammengehören. Wer sich traut, auf das Ende zu schauen,
geht unbeschwerter seines Weges und genießt das Leben täglich in seiner Vielfalt und Begrenzung. Ich wünsche Ihnen und uns, dass uns das gelingt und wir gerade in diesen österlichen Tagen einander zum Lachen bringen über die kleinen Dinge im Alltag. Nicht nur Lachyoga ist gesund, sondern auch allgemein das Lachen. Und ganz besonders heilend ist, wenn es uns gelingt, über uns selbst zu lachen. Liebe Gemeinde, diese Ostergeschichte ist für mich wertvoll. Diese drei Frauen trauen sich, auch wenn sie noch nicht wissen, ob und wie sie es schaffen, den Stein zu bewegen. Sie sind Liebende und diese Liebe gibt ihnen Kraft. Sie nehmen ihre Gefühle in jeder Weise ernst. Tut das auch. Nehmt euch die Zeit, bei Homeoffice, anstrengenden Videokonferenzen, tobenden Kindern zu Hause, bei Kurzarbeit oder sogar bei Nulleinkommen für Künstler und Künstlerinnen und kleine Firmen. Lasst euch nicht entmutigen. Seid und bleibt kreativ. Bewahrt und fördert die Liebe zu euch selbst, zu dem, was ihr könnt und seid. Gottes Liebe ist größer als all das, was wir vermögen. Aber sie ist uns ins Herz gelegt. In diesen Zeiten gibt es viele, vor allem Frauen, die über ihre Kräfte arbeiten, zu Hause und in ihren Berufen. Ich bin sicher, dass viele von ihnen voller Liebe zu denen sind, für die sie da sind. Und ihr bezeugt damit, die Liebe ist stärker als der Tod. Sie gibt Kraft, auch in diesen Zeiten zu lachen und anderen zuzulächeln. Aber sie darf nicht ausgenutzt werden. Und darum werden wir nicht schweigen, wenn all das vorbei ist und nicht vergessen, was ihr getan habt. Seid lebensmutig. Amen. Lasst uns mit den Worten Dietrich Bonhoeffers gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass Gott es nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Amen. Thank you.
Lasst uns beten. Gott, führe uns alle an diesem Ostermorgen ins Freie, so wie du es am Ostertag in Jerusalem getan hast. Aus dem verschlossenen Grab und durch geschlossene Türen hindurch ins Licht des neuen Tags. Sieh die Not deiner Menschen weltweit in dieser Zeit, die das neue Leben gemeinsam feiern möchten an diesem Tag und sich nicht versammeln können, in nahezu allen Ländern. Lass für uns alle jetzt Ostern in unserem Alltag werden, so wie wir es gerade an vielen Menschen und ihren Hoffnungstaten sehen können. Ermutigt, Neues zu wagen und den alten Gewohnheiten zu trotzen. Lass uns wie die Frauen am Grab in aller Trauer und in allem Schrecken am Ende gestärkt und ermutigt wieder zum Leben finden. Wie ein neuer Morgen komm du selbst zu uns in unsere jetzt durch die Krankheit gezeichnete Welt, hoffentlich bald aber wieder voller Kraft, deine Botschaft weiterzutragen wie die Frauen am Ostermorgen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Freu sich alle Christen heut und schau mit dir drei Feindigkeit von
Wir dürfen die Marktkirche wieder öffnen für einzelne Betende stundenweisen am Tag, an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 17 Uhr, an Werktagen von 15 bis 17 Uhr. Wir danken dafür und bitten um Verständnis, dass wir nicht viele hineinlassen können. Aber seien Sie uns willkommen. Bis wir wieder gemeinsam Gottesdienst feiern können, begleiten wir Sie täglich mit einem geistlichen Impuls aus der Marktkirche. Sie können ihn bei H1 sehen um 15.30 Uhr, 18.35 Uhr und in der Nacht und auf unserer Homepage. Bleiben Sie bitte gesund und behütet. Und nun geht in diesen Ostertag mit dem Segen Gottes. Es segne und behüte dich, Gott von Sarah und Abraham, Jesus Christus von Maria geboren und der Heilige Geist, der über uns allen wacht, wie eine Mutter über ihre Kinder. So segne euch der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.